Hallo, liebe Topfgucker. Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Gabriele Schnee. Ich zeige Ihnen heute eines meiner Lieblingsgerichte, was ich sehr gerne zubereite. Und zwar habe ich Ihnen hier ein wunderschönes Rostbeef. Das ist ein Fersenrostbeef. Man sieht es an dieser klasse Marmorierung. Zu diesem Rumpsteak Strindberg werde ich Ihnen frische Pfifferlinge, die ich hier habe, und Kartoffelbällchen. Dazu habe ich frische Kartoffeln vorhin geschält und die werden wir jetzt zubereiten. Die Rumpsteaks werden leicht plattiert. So haben wir eine schöne Fläche, wo wir dann weiterarbeiten können. In der Vorbereitung werden jetzt schon mal Eier aufgeschlagen. Das wird ordentlich miteinander verschlagen. Und hier ziehe ich dann meine Rumpsteaks durch. Unsere Kartoffeln sind jetzt fertig. Können wir sie abgießen. Die müssen schön trocken sein. Dann werden die schön zerstampft. Ein bisschen Salz geben wir rein. Ein bisschen gemahlene Muskatnuss kommt rein. Und es kommt ein Eigelb rein. So, das brauche ich zur Bindung. Die Masse muss auch heiß verarbeitet werden. Wenn die sehr feucht ist, sollte man sie vorher abbrennen. Abbrennen bedeutet, den Topf nochmal so auf den Ofen zu stellen und die Flüssigkeit nochmal rauszukriegen. Ja? Brauchen wir aber nicht. Ich merke, unsere Masse ist schön trocken. Da kommt jetzt mein Eigelb rein. Jetzt haben wir eine schöne, geschmeidige Masse. Die nehme ich auf mein Stärkebrett, mache ich eine Walze davon. Es wird in kleine Stücke geschnitten. Und so habe ich meine Vorbereitung für Kartoffelbällchen. Und da das nicht immer, also man sieht es auch, es wird nicht immer alles ganz gleichmäßig. Das sieht man halt den Unterschied, es ist eine handgemachte Geschichte. Es ist nicht aus einer Maschine, wo jedes Bällchen gleich ist. Ich versuche das zwar schon immer hinzukriegen, aber manchmal funktioniert das nicht immer ganz so. Die sind jetzt noch nicht ganz rund, aber die kriegen wir gleich rund, indem wir die panieren. Dazu wird unser Eiweiß, was wir übrig hatten, wir hatten ja hier das Eigelb verwendet in den Bällchen. Das Eiweiß wird kurz angeschlagen. Dann kommen unsere Bällchen hier rein und hier tropft in die Panierung. Und so setzt sich das fort, liebe Topfgucker. Hier sehen Sie schon mal, wie man so ein Kartoffelbällchen paniert. Und es kommt nochmal in eine runde Schale. Und durch das Kullern in der runden Schale kriegen die auch ihre runde Form schon mal. Und ich schauen Sie mal, so schnell hat man ein handgemachtes Kartoffelbällchen. Die können jetzt noch ein bisschen fester werden, denn wenn die Kartoffelmasse dann abkühlt, wissen Sie ja selber, wird die Masse halt ein bisschen fester und dann kann ich die in meiner Fritteuse fertig ausbacken. Und dann haben Sie ein knuspriges Kartoffelbällchen. Kann man auch in einer Pfanne mit Öl machen, also braucht man nicht unbedingt eine Fritteuse. Ja, nachdem wir unsere Kartoffelbällchen jetzt schon vorbereitet haben, geht es weiter mit unserem Rumpsteak. Das Rumpsteak habe ich plattiert. Wir kriegen dann eine schönere Fläche. Es hält unser Senf, also es wird hier jetzt mit Senf eingestrichen, es kommen Zwiebeln drauf. Dann wird es meliert und wird durchs Ei gezogen. Da brauche ich eine Fläche. Zweitens mal kann ich nicht so lange braten wie bei einem normalen Rumpsteak. Ich kann ja auch nicht mit so hoher Temperatur reingehen, dann würde das Ei verbrennen. Das ist halt der Schwierigkeitsgrad beim Rumpsteak Strindberg. Entweder haben sie ein verbranntes Ei oder es ist innen drin noch nicht, hat nicht den Garpunkt, den es haben soll. Und um den hinzubekommen, wird das Rumpsteak ein bisschen plattiert. Und dann haben sie auch nicht so viele Schwierigkeiten beim Braten. Und es ist wunderbar zart. Also so habe ich das über jahrelange Erfahrung, mache ich das so. Ich nehme Öl, einfaches Rapsöl, Sonnenblumenöl. Ich mache mir immer so eine Salz-Pfeffer-Mischung. Die werden ordentlich gewürzt von beiden Seiten. So, dann streiche ich die
jetzt schön großflächig mit Senf ein. Dann haben wir unsere feinen Zwiebelwürfel, also die sollten schon recht fein sein. Das liege es in Mehl. So. Jetzt geht das ganze Prozedere nochmal von der anderen Seite. So, da haben Sie dann beim Braten den feinen Senfgeschmack mit. Also sollte schon was ordentlich drauf sein. Da kommt jetzt nochmal unsere Zwiebel von der Seite drauf. Und wir melieren das auch von der anderen Seite. So, die Zwiebelwürfel müssen dranbleiben. So, das wird richtig schön anpaniert. Jetzt brauchen wir unsere heiße Pfanne. Das Fett sollte schon schön auf Temperatur sein. Jetzt nehme ich mein zerschlagenes Ei, das Rumpsteak. So, und jetzt muss das hier so schön schwimmend, so, dass wirklich das Ei sich rundherum anbindet. So, und wenn ich sehe, dass das rundherum angebunden ist, lasse ich es ein bisschen ablaufen und lege es in meine heiße Pfanne. Ich muss sofort anfangen mit Braten. Und das gleiche bei dem zweiten Teil. Sehen Sie, rundherum richtig schön. Das Mehl, alles ist verschwunden. So, mein Senf und meine Zwiebeln sind noch dran. So, das erste fängt schon an mit Schwimmen. Also es sollte so sein, dass ich das Steak in der Pfanne leicht schwenkend bewegen kann, weil das Ei darf ja nicht unten am Pfannenboden festhaften. Wir haben auch ein bisschen mehr Fettigkeit wie beim normalen Steakbraten. Das ist schon fast so leichte kleine Schnitzelgeschichte. Ja? Wenn ich jetzt merke, dass das angefangen hat zu binden, dann nehme ich das schon mal hoch und es kommt immer schön an der Seite, also nicht mitten reinstechen, sondern erstens mal wollen Sie es langsam hochheben. Es muss ja hier fest miteinander verbunden sein. So, sehen Sie schon mal, dass das Ei eine leichte Färbung hat. Damit ich da drin auch dann diesen Mediumgrad habe, nehme ich das jetzt von der Temperatur noch ein kleines bisschen runter. Es kommt ein bisschen Margarine dazu, damit wir diese Hitze auch noch mal ein bisschen runternehmen. Wir möchten ja kein verbranntes Ei. Und jetzt lasse ich es schön langsam braten. Das anschließend muss das Ei goldgelb sein. Die Zwiebeln, die drunter liegen, sollen ja glasig sein, sollen ja mit gebraten sein. Und unten drunter muss das Ihr Steak medium werden. Und das ist der Schwierigkeitsgrad. Und deswegen finden Sie es auch noch ganz selten, dass in der Gastronomie das angeboten wird, weil A macht es Arbeit. Sie haben gesehen, ich habe jetzt schon ganz viele Arbeitsschritte gemacht, bevor ich die Steaks in der Pfanne habe. Das ist natürlich, wenn ich einen Steak naturbrate, brauche ich nur meine Pfanne und tue das Steak rein. Ich habe jetzt mehrere Arbeitsschritte gemacht. Aber es ist immer wieder ein Höhepunkt, wenn man so einen Steak essen darf. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen für unsere Beilage. Wir möchten ja auch was dazu essen. Oh, ein bisschen Butter habe ich schon in der Pfanne. Dann geht es jetzt los. Ich habe hier die wunderschönen kleinen Pfifferlinge. Das ist die Auslese. Die kostet zwar 10 Euro mehr wie die großen, aber wenn Sie das natürlich dann zu dem Steak haben, sieht auf dem Teller schon ganz anders aus und es ist eine sehr schöne Sache. Es sind auch leichter zu putzen, obwohl man sagt, ja, diese vielen kleinen, ich wasche die richtig zweimal durch, dass der ganze Sand raus ist. Man im Becken ganz viel schwarzen Sand, der dann wirklich abgegangen ist. So, und dann kommen die bei mir auf Bleche, Tücher drauf und dann stelle ich die, wenn möglich, weil heute haben wir ja auch sehr schönes Wetter, ich stelle die draußen in die Sonne, sodass die wieder abtrocknen. Das im Prinzip, man sagt ja zu dem Pfifferling auch Schwammer und nicht umsonst, weil die sind wie ein Schwamm. Bei den Kleinen habe ich das Problem nicht ganz so. Bei den Größeren, die haben natürlich eine größere Porung und die saugen natürlich unwahrscheinlich auf. Die sind noch so schön zu hier, diese Kleinen. Da ist noch nicht so viel schwammige Masse. Die kann man richtig schön durchwaschen. Ich arbeite gerne mit ein bisschen Bacon. Gibt nochmal so einen kleinen besseren Geschmack. Dazu verwende ich Butter. Zwiebel kommt mit dran von unseren schön vorbereiteten Zwiebelwürfeln. Inzwischen sehen wir, oder man hört es auch, dass unsere Pfanne schon schön bratet. Also ich würde die Steaks jetzt wieder wenden. Ich jetzt schauen, dass mein Ei auch
ordentlich dran. Sie sehen jetzt, es bekommt schon eine schöne goldgelbe Farbe. Und jetzt kann es weiter auf der Seite langsam braten. In der Zwischenzeit bewegt sich in unserer anderen Pfanne schon etwas. Bacon muss ausbraten, die Butter muss zerlaufen und unsere Zwiebel muss leicht glasig werden. Fängt schon mal an, ein bisschen Farbe zu nehmen. Gibt seine Fettigkeit an die Pfanne ab, die wir dann brauchen, um unsere schönen Pfifferlinge zu braten. So, die kommen jetzt schon hier mit rein. Ich nehme wieder meine Salz-Pfeffer-Mischung und würze leicht ab. Darf man nicht übertreiben, weil wir müssen daran denken, der Bacon gibt auch schon mal Salz ab. Ja? Da darf man es nicht übertreiben, auch wenn man am Anfang denkt, ach, das ist gar nicht so viel. Nachwürzen kann man immer noch, aber wegnehmen macht sie schlecht. Hier haben wir so ein paar kleine Cocktailtomaten. Das gibt noch mal so einen kleinen Pep. Wertet die ganze Geschichte noch mal ein bisschen auf. Und dann zum Schluss kommt frische Petersilie drüber. Und schon ist eigentlich der Genuss pur. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe auf der Tageskarte zurzeit Pfifferlinge mit Spätzle. Da kann man natürlich auch die vegetarische Variante. Dann wird halt nur mit Butter gebraten und dann lassen wir den Bacon weg und dann kann man auch die vegetarische Variante fahren. Jetzt gehen wir noch mal rum. Wir sehen jetzt noch mal wieder eine Veränderung. Es ist, hat schon wieder noch ein bisschen und also ein bisschen Farbe bekommen und wir sind jetzt auch gleich durch. So, unsere bereits fertigen Steaks nehmen wir kurz auf Küchenkrank, damit die Fettigkeit noch ein bisschen weggesaugt wird. So, stellen wir kurz ein bisschen in die Wärme. Ich würde sie jetzt unter meine Wärmebrücke stellen. Zu Hause ist es vielleicht ein bisschen leicht vorgeheizten Backofen ganz kurz rein. So, jetzt nehmen wir unsere Kartoffelbällchen. Haben wir unsere Fritteuse vorbereitet. Jetzt kommen die hier rein. Wie gesagt, man kann es natürlich auch in einer Pfanne mit Öl machen. Man kann diese Kartoffelbällchen natürlich auch vorbereiten, legt sie auf ein Blech und frostet sie sich zwischen. Da kann man auch so diese Geschichte schon vorbereiten, wenn man weiß, man hat Gäste. Dann muss man sie natürlich ein kleines bisschen länger backen, weil sie ja innen drin im Kern dann gefroren sind. Ja? Hier sind sie jetzt frisch. Und man sieht schon, nehmen schon die goldgelbe Farbe an, die Panierung. So, schauen Sie, wie die schon Farbe jetzt bekommen. Wir wollen sie auch nicht verbrennen. Das ist ja eigentlich schon das, was wir erreichen wollen. So, jetzt sind unsere Pfifferlinge fertig. Nur noch abschließend frische Petersilie dazwischen. So, Herz, was willst du mehr? So, das hätten wir jetzt schön auf unserem Teller. Ich habe von unserer Kartoffelmasse ein Löffelchen überbehalten, sodass ich da jetzt meine Kartoffelbällchen leicht befestigen kann, damit die nicht über meinen Teller sausen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das so hingekriegt haben, wie wir versprochen haben. Liebe Topfgucker, jetzt werden wir schauen. Bitte schön. So. Zur Vollendung habe ich hier noch so eine leichte Sahnesoße. Jetzt noch so ein bisschen dran. Und es wäre Servier fertig. So, liebe Topfgucker, hier haben wir unser Rumpsteak Strindberg mit frischen Pfifferlingen und hausgemachten Kartoffelbällchen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit anschließend. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de